Und was hat es zu bedeuten, wenn dieser Deal so zustande kommt, wie sich die Stadt das vorstellt? Die Leiterin unseres Ressorts Landespolitik, Silvia Burian, hat Finanzsenator Dressel dazu gefragt. Herr Dressel, welche Vereinbarung wurde jetzt gerade konkret besprochen? Ja, wir haben eine langfristige Partnerschaft mit der weltgrößten Reederei, mit der HALA, beschlossen. Das Ziel ist, dass wir 50,1% als Stadt behalten und 49,9% MSC erwirbt in zwei Schritten. Wir haben noch Streubesitz an der Börse. Da hat jetzt MSC ein sehr attraktives Angebot gemacht. Und dann kommen wir sozusagen mit dem überschießenden Teil zu den 50,1 dazu, sodass es dann 50,1, 49,9 ist. Und wirklich ganz tolle Commitments, Verpflichtungen für Hamburg, bis zu 1 Million TEU, die an Containern nach Hamburg kommen können. Wie viel Geld spült das jetzt in die Kassen von Hamburg? Wie gesagt, es geht jetzt erstmal nicht um das Geld. Das werden wir jetzt auch ein bisschen gucken. Das Angebotspreis ist ja gerade heute Morgen erst reingekommen. Wo liegt der? Der liegt bei 16,75 Euro. Und wenn man mal die Marktentwicklung anguckt an der Börse, dann ist es ein sehr attraktiver Preis, wo wir davon ausgehen, dass jetzt auch die Aktionäre sagen, das ist ein guter Deal, da schlage ich ein. Und nachher ist es natürlich auch für die Stadt gut. Aber es geht uns nicht um die Rendite für die Stadt, sondern der langfristige Erfolg unserer gemeinsamen Partnerschaft. Und da, glaube ich, haben wir heute eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Ja, was bedeutet das konkret? Wo profitiert Hamburg konkret bei dieser Vereinbarung? Also wir haben zusätzliche Ladungsmengen für Hamburg gesichert. Das sichert Beschäftigung, das sichert Wertschöpfung. MSC wird sein Deutschland-Headquarter nach Hamburg legen. Da gibt es bis zu 700 Arbeitsplätze, zusätzlich ein neuer Standort in der Hafen-City. Und natürlich wird das insgesamt einen Wachstumsimpuls für den Hafen in schwieriger Zeit deutlich machen. Und ich finde, dass wir hier den Weltmarktführer nach Hamburg holen konnten, ist der Jackpot für den Hamburger Hafen. MSC ist ein familiengeführtes Unternehmen, da ist Mitbestimmung nicht so ein großes Thema. Was bedeutet das? Hat das einen Einfluss auf die Mitbestimmung hier in Hamburg? Nein, überhaupt nicht. In der Tat, natürlich ist ein Familienunternehmen, das sozusagen konnten wir natürlich auch jetzt nicht verändern. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wichtig ist ja, was ist für die HALA geregelt? Und da haben wir ganz klar gesagt, die Mitbestimmung nach Mitbestimmungsgesetz ist und bleibt gewahrt. Und es ist auch DNA dieser Partnerschaft, dass wir das nur hier gemeinsam mit den Beschäftigten realisieren können, all das, was wir für den Hafen vorhaben. Wenn wir jetzt mal an die anderen deutschen Häfen denken, an den nationalen Hafenplan, was bedeutet das für die anderen Häfen, dieser Deal hier heute? Also, wir haben ganz klar gesagt, diese Partnerschaft richtet sich gegen niemanden, sondern wir wollen insgesamt mehr Volumen auch nach Hamburg holen und damit auch ein bisschen in den deutschen Norden natürlich holen. Wir hatten in der Tat ja auch andere Überlegungen mal gehabt mit einer Terminal-Partnerschaft mit Bremerhaven und Wilhelmshaven. Das ist nicht zustande gekommen, aber an genau den Punkten, an denen es nicht zustande gekommen ist, haben wir gute Vereinbarungen jetzt hier erzielt. Insofern, wir alle bleiben eingeladen, im Norden und in Hamburg weiter gut zusammenarbeiten. Da werden wir uns auch drum kümmern, auch gerade Richtung Hapag-Lloyd, an der wir ja selber beteiligt sind. Aber trotzdem ist wichtig, dass Hamburg seine Hausaufgaben macht und die haben wir jetzt hier mitgetan. Ist die Zukunft des Hamburger Hafens damit gesichert? Auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne. Und wir müssen ja sehen, wir sind in einem stürmischen Marktumfeld. Es ist sehr schwierig, auch in der konjunkturellen Situation, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und wenn man den Weltmarktführer an der Seite hat, dann glaube ich, ist das eine gute Nachricht für den Hamburger Hafen. Vielen Dank.